Klagemauer TV hier im Studio Kur. Guten Abend, verehrte Zuschauer. Wenn Sie an eine Organspende denken, gehen Sie vermutlich davon aus, dass die jeweiligen Organe von Menschen entnommen wurden, die zuvor eine freiwillige Zustimmung für die Spende gegeben haben. Verschiedene Zeugenberichte aus Ägypten zeigen uns jedoch, dass der Organhandel längst nicht mehr so freiwillig ist, wie wir es geglaubt hatten. Laut Zeugenberichten werden hilflosen Straßenkindern in Ägypten die Organe für reiche, schwerkranke Menschen regelrecht aus dem Leib gerissen. Eine Zeugin, die über 2 Jahre in Kairo lebte, berichtete, dass unter der Bevölkerung immer wieder die Rede davon ist, dass Straßenkinder spurlos verschwinden. Viele seien, so vermutet man, Opfer des Organhandels. Es kommt öfter vor, dass die Kinder ihre Organe beraubt regelrecht ausgeschlachtet werden. Mit entsprechenden Narben am Körper werden sie dann nach einiger Zeit wieder aufgefunden. Das schmutzige Geschäft mit den Organen beschränkt sich aber nicht nur auf die Hauptstadt, sondern auch zunehmend auf den Sinai, wo verstärkt Flüchtlinge aus den schwarzafrikanischen Ländern zu Opfern werden. Obwohl dies vielen Ägyptern bekannt ist, werden die Journalisten, die versuchen, über diese Grausamkeiten zu berichten, mundtot gemacht. Verehrte Zuschauer, nun stellen auch Sie sich sicher die Frage, wer dahinter steckt und die Kontrolle über diesen grausamen Organhandel ausübt. Zum Schluss noch ein treffliches Zitat von Martin Luther King. Ungerechtigkeit an irgendeinem Ort bedroht die Gerechtigkeit an jedem anderen. Bleiben Sie dran und informieren Sie sich. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und übergebe hiermit das Wort an das Studio St. Gallen mit den anderen Nachrichten. Ich bin ja immer mal wieder in fremden Ländern unterwegs und immer wenn ich reise, also wenn ich fernab von Europa reise, sehe ich sehr viel Leid, sehr viele Menschen, denen es nicht so gut geht wie uns und da habe ich immer ein schlechtes Gewissen. Nachdem ich die letzten Monate sehr gut verdient habe mit der Streetfotografie und eigentlich einen Job habe, der mich nährt, habe ich mich entschieden, für das nächste Training die Einnahmen zu spenden. Ich habe ein neues Videotraining erstellt, das nennt sich Kontaktabzüge. Da könnt ihr sehen, wie ich meine Bilder mache. Ich habe bei sehr vielen Bildern jeweils alle Bilder, zeige ich zuerst, wie sie entstanden, also was ich alles gemacht habe. Dann welches Bild das finale Bild war, warum ich das so gemacht habe, wie ich die Szene erarbeitet habe. Vorher-Nachher-Vergleich nach der Bildbearbeitung. Ich zeige auch die Exif-Daten, wo es entstanden ist, was weiß ich, also alles ganz vollkommen transparent. Und am Schluss gibt es eine Lessons-Learned-Folie, wo ich zeige, was ich gelernt habe, was ihr auch davon profitieren könnt oder wie ihr vorgehen sollt, um ein solches Bild zu machen. Das Training ist ab sofort verfügbar, kostet normalerweise 49 Dollar. Mit dem Gutscheincode BURUNDIKIDS, das ist das Hilfswerk, das ich unterstützen möchte, kriegt ihr es für 25 Dollar. Also ihr spart Geld und der ganze Anteil oder der ganze Betrag geht an diese BURUNDIKIDS Stiftung. Das ist ein Hilfswerk aus Deutschland, das in Afrika, in Burundi, Kinder von der Straße wegholt und ihnen eine Schulausbildung ermöglicht. Also ein Streetfotograf oder wir Streetfotografen unterstützen ein Projekt mit einem Videotraining, ein Projekt, um Kindern eine Ausbildung zu ermöglichen und sie von der Straße wegzuholen. Ich denke, das ist Grund genug, da mitzumachen. Ihr kriegt ein neues Training, ich spende das Geld und zusammen können wir etwas bewirken. Und ich denke, jeder, der heute Morgen aus einem Bett erwacht ist, etwas zu essen gekriegt hat, einer Arbeit nachgehen konnte, er soll sich mal überlegen, wie gut es ihm eigentlich geht. Ich konnte auch ein paar Partner überzeugen, da mitzumachen. Einerseits die Plattform, wo das Training drauf läuft, also Udemy, spendet 500 Euro. Olympus, der Hersteller meiner Kamera, spendet auch 500 Euro. Und mein Ziel ist es, mit dieser Aktion auch 2500 Euro zu spenden. Das ergibt dann 3500 Euro. Und dafür können 140 Kinder ein ganzes Jahr lang kriegen Schulmaterial für ein ganzes Jahr. Ich denke, es ist eine gute Sache, wenn ihr mitmachen wollt. Meine Trainings stehen unten dran. Ihr könnt den Gutscheincode für alle Trainings verwenden, nur für das Neueste. Ihr könnt es verschenken, ihr könnt auch direkt spenden.
was immer ihr möchtet. Ich danke jetzt schon für eure Teilnahme. Okay, also ich bin Andreas Hetmanek, bin 23 Jahre alt, bin in Augsburg geboren und studiere gerade in München Philosophie, Pädagogik und Psychologie. Bin vor allem einfach am Leben interessiert, am Menschen, und mache momentan bei der mobilen Schule in Belgien, Mobile School, ein Praktikum und lerne da so ein bisschen die Strukturen kennen. Das Spannendste an dem Konzept mobile Schule, was mir da wirklich gut gefällt, ist das Thema Nachhaltigkeit, mit dem dort gearbeitet wird. Das Konzept folgendes ist: Wenn wir als Entwicklungshilfsträger mit einem Projekt in Lateinamerika, in Afrika, wo auch immer zusammenarbeiten, wir meistens fordern, wir geben eine Anschubsfinanzierung und wollen danach aber, dass die Projekte selbstständig sich weiterfinanzieren. Ja? Aber eine deutsche oder eine europäische NGO macht sowas nie. Ja? Sondern wir leben immer von Spendengeldern, wir leben immer von staatlichen Subsidies. Und das Problem, das dabei entsteht, ist, jede NGO, die neu auf den Markt kommt, buhlt eben um eine begrenzte Menge an Geldern. Ja, Spendengelder, Spendenaufkommen, Staatsgelder, die investiert werden, sind über die letzten Jahrzehnte immer mehr oder weniger gleich geblieben, im Verhältnis zum Bruttosozialprodukt auf jeden Fall. Und insofern ist es ein großer Wettstreit. Und dadurch werden ganz starke Stereotypen produziert. Die Kampagne mit dem dicksten Bauch am Kind oder den strahlendsten Augen kriegt halt am meisten Geld. Ja? Oder eben NGOs, die ganz offensiv auf Leute zugehen und schlechtes Gewissen machen und einfach so, sind sie für ein gutes Klima, ja, dann spenden sie bei uns oder sowas. Ja. Also da wird viel kaputt gemacht, viel mit Stereotypen, auch gerade über Afrika, gerade über Lateinamerika auch gearbeitet, die man eigentlich gar nicht wollen kann, wenn man wirklich an Entwicklung interessiert ist, ja, weil auch das eine Stigmatisierung einfach mit sich bringt. Und deshalb finde ich an dem Konzept mobile Schule, und das werde ich in meinem Leben sicher auch immer versuchen, erstmal das selber wahrzumachen, was man predigt. Ja. Und Mobile School hat deshalb jetzt eine Consulting-Firma in Belgien gegründet, die mit den Erfahrungen, die sie gemacht haben auf der Straße in 15 Jahren Straßenkinderarbeit, einfach sagt, wir haben dafür Materialien entwickelt, Unterrichtsmaterialien, haben Trainings entwickelt für die lokalen Mitarbeiter. Ja, das gehört zum Konzept von Mobile School. Darin haben wir wahnsinnig viele Erfahrungen, und diese Arbeit auf der Straße hat vor allem damit zu tun mit ständigem Wechsel, mit großem Wettstreit, ja, mit Überlebenskampf, ja, um so mal drei so Schlagworte zu benennen. Und das kann man eigentlich genau auf die globalisierte Wirtschaft übertragen. Ja. Kann man genau den gleichen Kontext eigentlich. Und jetzt gehen die her und sagen, okay, wir consulten zum Beispiel IKEA, wir consulten Nike in Diversity Management, Leadership, Creativity, solchen Dingen, die einfach auf der Straße den Kindern helfen zu überleben, die wir von ihnen gelernt haben über die Jahre, und bringen das in den unternehmerischen Kontext. Die Leute zahlen quasi als CSR, zahlen Ausbildung für ihre eigenen Mitarbeiter und zahlen das aber zurück an die Straßenkinder, weil 100% der Profite in Mobile School investiert werden. Und so kommt es jetzt, dass in Belgien zum Beispiel momentan ein Riesenprojekt auf ein halbes Jahr angelegt, das Top-Management von IKEA gecoacht wird von einem Straßenkind aus Nicaragua, die ihnen Trainings gibt zu Leadership, zu Creativity per Videobotschaften. Ja? Und dadurch wird zum einen wird Mobile School als NGO finanziert über die Gelder, die aus Streetwise kommen. Ja? Und zum anderen werden Leute aus dem NGO, also aus dem Top-Management-Bereich, die CEOs von Nike oder IKEA oder vom Staat von Belgien, werden in Kontakt gebracht mit der Realität auf der Straße. Ja? Und was dabei entsteht, ist einfach gigantisch, sowohl an Awareness Rising, also an Bewusstwerdungsarbeit, als auch dann natürlich an finanziellem Austausch. Ja? Weil plötzlich die Kinder nicht mehr die Armen sind, denen man helfen muss und wo man ein bisschen Geld hinspendet, sondern die sind die, die mir sagen oder einen Tipp geben, wie ich sozusagen Sinn in mein Leben bringen kann oder wie ich kämpfen kann, ja? Was Führungsqualitäten sein können oder derartige Dinge. Insofern findet dann plötzlich, und dafür werden sie bezahlt. Ja? Dafür wird Geld bezahlt, und das geht dann wieder in Mobile School, wird wieder investiert in Straßenkinder. Und das Konzept finde ich einfach erstmal genial und ist was, wo man auf jeden Fall in Zukunft, oder wo ich versuchen werde hinzuarbeiten, dass eben einfach so, wenn ich Nachhaltigkeit fordere, einfach bei mir selber anfangen und gucken, wie kann man da diese Nachhaltigkeit schaffen, zum einen, und zum anderen, wie kann man wirklich versuchen, aus diesem Kreislauf Spenden generieren, Stereotype, die
generieren wieder mehr Spenden, ja, und Stigmatisierungen auf dem Weg. Einfach rausbrechen und mal die Qualitäten und Stärken der Menschen, mit denen man da zu tun hat, ganz oft mehr rausstellen kann, als immer nur das Hilfsbedürftige. Besinnlich übers Haar und denkt, es wäre so wunderbar, wenn sich mein Weihnachtswunsch erfüllt und sich als notwendig enthüllt, wenn unter Menschen dieser Erde stets Eintracht nur und Friede wäre und Straßenkinder ein Zuhause hätten, schlafen könnten in gepflegten Betten, wenn die Gebrechlichen gesunden und heilen würden alle Wunden, wenn Geld auch zu den Armen käme, sich ändern würden manche Systeme, wenn doch das Auskehren für Magnaten die sinnlos gutes Geld verbraten, wenn Luftverschmutzung hätte ein Ende und für Arbeitslose käme die Wende, wenn es Soldaten nur als Spielzeug gäbe und alle Waffen wären Zuckerstäbe, dann wär die Welt des Paradies, wie es uns Gott einst überließ.